So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Let's Go. Und ja, wo sind wir das letzte Mal gewesen? Wir haben Major Bob besiegt und wurden von der letzten, sozusagen, von der letzten Trainerin, die wir davor besiegt haben, hier hingeführt. Und da gehen wir jetzt mal durch. Bin gespannt. Die Dicta-Höhle. Ich bin schwer beeindruckt. Dicta soll in diesen langen Tunnel gegraben haben. Ich bin auch beeindruckt. Lass mal ein paar Dicta fangen. Ein bisschen neblig unten? Oder trüben mich meine Augen? Oder? Hui! Da ist ein kleiner Dicta. Ein wildes Dicta erscheint. Okay, das war schlecht. Mal. Zack. Na, kommt er da raus? Ich denke nicht. Zack. Unser erstes Dicta. Dicta wurde gefangen. Klasse. Das ist wirklich verdammt klasse. Oh, weiblich ist es. Rutsch, rutsch. Guck mal, Timmy ist aufgestiegen. Tim erreicht Level 25. Nur Fenster erreicht Level 21. Super. Oh, Tnofense entwickelt sich. Das ist ziemlich cool. Und der hat darauf gewartet, dass noch was passiert. Yeah! Hübscher ist nicht geworden. Aber Tnofense wurde zu einem Ultrigaria. Immerhin. Für Ultrigaria wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Wenn es hungrig ist, schnappt es willkürlich nach allem, was sich bewegt. Nachdem es seine Beute verschluckt hat, schaltet es es mit Säure aus. Widerlich! So, oh, Dicta haben wir auch drin eingelegt. Dicta bevorzugt dunkle Orte. Es hält sich meist unter der Erdoberfläche auf, kommt aber auch oft in Höhlen zum Vorschein, die wir gerade gesehen haben. So, eingelagert. Ui, da passiert auch nicht so viel in der Höhle, aber es ist trotzdem erstaunlich groß, die Höhle, für so kleine Viecher. Mein Gott, die ist ganz schön lang, die Höhle. Da. Wir müssen ein paar davon fangen, ne? Winzig. Ups. Den haben wir doch. Bäm. Dicta wurde gefangen. Ja, wir müssen natürlich oh, ein Flottbonbon haben wir auch bekommen. Wir müssen natürlich ein bisschen Erfahrung sammeln wieder. Pikachu aufgestiegen. Sehr gut. Fun-Serie, weiter so. Jo, machen wir. Weiter geht's. Da. Ich fange mal ein paar davon, einfach nur, weil wir schon auf dem Weg sind. Oh, warte. Oh! Ah, es war zu spät, glaube ich. Aber, er war ja nicht so stark, also. Siehst du? Wunderbar für uns. Yes! So, wenn ich gerade hier so rumlaufe, habe ich neue Einstellungen gemacht bei OBS. Ich hoffe mal, dass das jetzt alles ein bisschen anders, wenn nicht anders läuft. Es sollte aber irgendwie praktischer sein, so wie ich es eingestellt habe. Ich bin gespannt. Denn hier, oh, guck mal, eine ganze Familie. Ein wildes Dickdri. Ah, okay. So, wir versuchen, den mal ein bisschen zu zähmen, indem wir ihn vielleicht eine Nana-Beere hinwerfen. Ich mag ja das ja. Und wir nehmen noch hier eine Sana-Beere. Kriegen auch nochmal. Fabelhaft. Mal sehen, wie fabelhaft das war. Da brauchen wir schon ein paar Anläufe, um den zu fangen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Oh. Ah. Auch nicht so wunderbar. Ja. Ich will den jetzt haben. Wir probieren es einfach. Irgendwann müssen die ja mal müde sein. Yes!
Dimitri wurde gefangen. Sehr gut. Multiplikator. Perfekt. Ich werde gleich unseren Pokédex rein. Muss ja auch sein, unseren Pokédex. Sonst würde ich es auch komisch finden. So. Haben wir gelagert. So, jetzt gehen wir mal runter. So hoch. Ich habe gehört, dass es irgendwo einen noch viel dunkleren Tunnel als den hier geben soll. Du so gehört hast du, Opa. Route 2. Gut. Hallo Schanzen. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Professor Eichs Lieblingsassistent. Gut, dass ich dich treffe. Ich will dir was zeigen. Ab hier ist es ein bisschen zu hell dafür. Am besten, wir gehen dafür kurz ins Haus. Ich warte drinnen auf dich, Schanzen. Geh mal rein da, Lieblingsassistent. Ich lache. Aha, da bist du ja. Dann zeige ich dir am besten gleich, wovon ich rede. Es ist mir nämlich endlich gelungen, die geheime Technik Lichtflut zu meistern. Augenblick, ich dunkle mal eben den Raum ab. So, das sollte dunkel genug sein. Jetzt heißt es Konzentration. Ich werde eins mit meiner Umgebung. Einmal tief durchatmen. Und jetzt flute ich den Raum von meinem inneren Auge mit Licht. Siehst du, jetzt sieht es hier drin wieder hell aus, obwohl das Licht immer noch aus ist. Du fragst dich nun wahrscheinlich, wie das möglich ist. Es funktioniert so. Durch meine Konzentration kann ich die Umgebung spüren und von meinem geistigen Auge sehen. Die schiere Intensität meiner Konzentration überträgt diese innere Erleuchtung auf jeden in der Nähe. Also auch auf dich. Wohl, Wulli! Was? Huch, will mir denn Wulli etwa sagen, dass er die geheime Technik am liebsten selbst erlernen würde? Wie bitte? Er hat die geheime Technik Spaltschnitt auch schon gelernt? Bin ich aber sprachlos. Professor Eich hatte zwar erwähnt, dass dein Poriwoli ein gewöhnliches Pokémon ist, aber das übersteigt meine kühnsten Träume. Einfach faszinierend. Ich werde mein Bestes tun, um ihm die geheime Technik beizubringen. Aber dafür muss ich zuerst den Raum wieder dunkel werden lassen. Einen Augenblick. So, es kann losgehen. Jetzt heißt es Konzentration. Werde eins mit deiner Umgebung. Einmal tief durchatmen. Und jetzt flute den Raum von deinem inneren Auge mit Licht. Tim hat die geheime Technik Lichtflute gelernt. Na super. Dein Evoli ist einfach unglaublich. Ich hoffe, ihr macht fleißig Gebrauch von meiner geheimen Technik. Und vergiss nicht, geheime Techniken sind keine Attacken. Dein Partner-Pokémon kann sie auch einsetzen, wenn es kampfunfähig ist. Ah, sehr gut. Danke, Lieblingsassistent. Oh. Hey, Schanzen. Hast du dir auch die geheime Technik vom Assistenten geholt? Hä? Was? Er hat sie Tim an deiner Stelle beigebracht? Dein Partner zeigt also wie gewohnt allen, wo der Hammer hängt. Echt cool. Oh, weißt du was? Ich glaube, ich kenne einen Ort, wo ihr die Technik ausprobieren könnt. Wie wär's? Soll ich dich hinbringen? Ja klar. Ich bring dich sofort hin. Los geht's. Naja, lass uns nicht zweimal sagen, bevor wir es selber suchen müssen. Wir sind jetzt in Azuria City. Von hier aus geht es weiter in Richtung Osten. Hier entlang. Lauf einfach immer weiter, bis du in den sogenannten Felstunnel erreichst. Da drin ist es stockdunkel, sag ich dir. Im Inneren des Felstunnels hilft dir die geheime Technik bestimmt weiter. Also dann, ich mach mir aus dem Staub. Gut. Yes, los, hau das Ding weg. Guck mal, hier sind wir. Okay. Oh. So war es nicht gedacht. Oh, du hast Pokémon dabei. Jemand wie du ist eine leichte Beute für mich. Werden wir sehen. Pfadfinderchen. Picknickerin Amelie fordert dich heraus. Setzt Evoli ein. Oh, den setze ich auch ein. Timmy! Timmy! Oh. Ein bisschen Feuer gefällig. Eieiei. Er leidet Verbrennung. Setzt Sternschauer ein. Pass mal auf. Ich hab noch den für dich. Einen fetten Tackle, eine Kopfnuss. Wurde besiegt. Na komm, wen hat sie noch auf dem Kasten?
Bin gespannt. Du, Flor. Nee, wir bleiben weiter kämpfen. Komm her. Okay. Dann komm her. Kriegst du von mir auch einen. So, machen wir den Flächenbrand. Flaggerbrand, Entschuldigung. Zack. Sehr effektiv. Weiter so. Der alte Sapperheini. 280 Erfahrung. Alle erhalten Erfahrung. Pummelhof erreicht Level 19. Oh. Du bist aber stark. Du gewinnst Geld. Bitteschön und zwei Superbälle auch noch. Danke. Dummer Affe. So. Okay, wo ist jetzt ein Ball hier? Ein Supertrank. Können wir gebrauchen. Wir müssen natürlich gegen ihn kämpfen wahrscheinlich hier. Obwohl, ich glaube nicht. Ah, doch. Wahaha, du kommst gerade recht. Ich habe nämlich Langeweile. Wird dir gleich vergehen. Langeweile. Dimitri. Na komm, Dimitri. Zeig, was du kannst. Es sitzt Unix ein. Los, Timmy. Gut, also, dann machen wir... Wir tackeln ihn einfach mal. Nicht sehr effektiv. Oh oh. Ah, ist auch nicht sehr effektiv, ne? Oder noch so. Bringt das bei ihm der Brand? Steine ja eigentlich nicht brennen, ne? Nicht sehr effektiv. Fällt in Raserei. Setzt Schaufler ein. Vergräbt sich in der Erde. Sandwirbel. Kann zwar nichts machen gerade. Was soll's. Oh. Okay. Dann eben ein Doppelkick. Jo, der ist effektiv. Können wir eh nichts machen? Dann machen wir. Trinken wir kurz was hier. Ein Schlückchen in Ehren kann niemand verwehren. Klar ist dir mir dankbar. Bin ja auch dein Freund. So, du kriegst ja noch einen Tritt vom Kopf jetzt. Oh, das war's schon. Intern erreicht 18. Yeah. Kratzfurie. Ja, zeig mal. Ich weiß nicht mehr genau. Ist das weg? Aber nicht. Und Enternet Kratzfurie. Sehr gut. Noch bin ich nicht geschlagen. Oh, ich habe keine Pokémon mehr. Dann wohl doch. Kriegst du Kohle von mir? Naja. Ich kann schon beeindrucken. Tapfer. So. Wie auch immer das ist. Da oben können wir hochgehen. Das können wir dann nochmal machen. Können wir hier runtergehen nochmal erstmal. Wo ist ein Wanderer? Okay, dann besiegen wir den auch nochmal schnell. Na los, mach deinen Zug. Wanderer Rudolf fordert dich heraus. Komm her, Kleinstein. Muss eigentlich relativ effektiv bei dir sein, oder? Und geht's so. Ah, doch.
Zahnsteine. Oh nein. Okay, wir holen eh keine neuen Pokémon. Kann sowas egal sein. So. Platsch. Schönen Fuß ins Gesicht. Schönen Fuß ins Gesicht. Das ist doch gut. Ja. Besiegt. Sehr gut besiegt. Na komm. Wir wollen nicht wechseln. Drei Stück hat er. Warte mal. Mal den. Und? Klatsch! Na, hat er nur Gesteins-Pokémon? Bin mal gespannt. Nein, wir kämpfen weiter. Tim ist gerade so gut im Lauf. So. Das wird reichen, oder? Perfekt. Oh, wie es scheint, habe ich verloren. Du gewinnst Geld. Na klar gewinne ich Geld. Okay, war ein easier Kampf gerade. Müssen wir mal kurz gucken, was wir ein bisschen reingeben. Können wir einmal in die Höhle gehen? Unser Links. Oder wir besiegen die ganzen Pokémon-Trainer da. Das ist eine gute Frage, was wir machen. Können wir auch hier irgendwo hoch? Hier können wir hochgehen. Lass mal kurz hier nochmal einen Haaren wegnehmen. Wir müssen ja eh ein bisschen aufsteigen. Ich möchte nach Lavandia. Ja, okay. Daran werde ich dich hindern. Ohne Pokémon macht es nämlich keinen Spaß, dahin zu gehen. Moritz, komm her. Sandan. Taggeln wir den mal. Nicht sehr effektiv. Okay. So. Wenn meine Genauigkeit sinkt, ist ein bisschen blöd. Ja, noch hier. Doppelkick. Nein! Hat der auch den Schaufler? Okay. Dann komm her. Getroffen. Der hat mich getroffen. Nun gut. Den hast du noch auf Lager. Nein, wir kämpfen weiter. Radikal. Na komm her mit der Ratte. So. Hat auch eine Hauer, das Viech, oder? Eieiei, du. Tritt vom Kopf. Nein, das verfehlt. Scheiße. Regeln wir den mal. So. Gut für uns, schlecht für ihn. Da war nichts zu heilen. Und Superbälle kriegen wir auch. Praktisch.
Rufen wir zu einem Aldi rum. Ein Supertrank. Ab in die Medizintasche damit. So, was gibt's denn noch hier? Oh, das. Was ist vorbei? Oh, ich wollte gar nicht an den vorbei mich schnummeln. Natürlich dumm. Die rote 10 wollen wir auch nicht. Oh, den nehmen wir doch gleich mit hier. Wenn wir schon mal hier sind. Riesengedönsding. Können wir gleich noch zurückrennen? Ibitak! Oh, natürlich zu spät geworfen. Und da glaube ich locker raus. Nee, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Kleinschein ist aufgestiegen. Schauen wir uns den mal an. Jetzt. Dieses Pokémon gehört einer sehr alten Spezies an. Wittert es Gefahr, so fliegt es sofort in große Höhen davon. Oh, ein Feigling also. Oh, hier sind Ballen. Ach, hatten wir ja schon. Ja, nehmen wir trotzdem mit. Können wir alle ja den Professor schicken und dafür noch was Kleines bekommen. Freue mich schon drauf. Da lief dann noch gerade ein Pokémon rum, ne? Wie war das denn? Pummeluff, aufgestiegen, sehr gut. Da. Krabby. Oh! Was mache ich? Natürlich schlecht geworfen gerade, aber richtig schlecht. Gucken wir mal, ob wir es trotzdem behalten können. Sehr gut. Krabby wurde gefangen. Ah, zeige mir. Krabby. Die Scheren dieses Pokémon bilden perfekte Waffen. Im Kampf brechen sie zwar natürlich ab, wachsen aber schnell wieder nach. Gut. So. Also in diese Richtung. Haben wir noch nicht alles erkundet hier. Oh. Eigentlich wollte ich den da oben auch noch besiegen, aber naja. Müssen wir erstmal sie besiegen. Pick deren Ilona fordert dich heraus. Goldini. So, das magst du auf jeden Fall nicht. Oder auch nicht. Das war da verkehrt. Ich bin zu hoch gerutscht. Mal taggern wir mal. Auchi! 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 Dreimal getroffen, Drecksau! So, jetzt gibt's gebratene Flunder. Alter. So. Wenn du noch auf Lager hast. Noch was Fischiges? Der Rest des Punktes hält auch. Nein, wir kämpfen weiter mit dem. So, aber die Tauben weiß ich auf jeden Fall, dass sie gegen Feuer nicht so resistent sind. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall den Flackerbrand nehmen. Denn der tut weh. So. Zack. Besiegt. So, jetzt gehen wir erstmal direkt in die Höhle. Will ja auch sehen, wie dieses Leuchtding, was wir nutzen können, uns hilft. So, raus da. Besucherbälle bekommen wir. Perfekt. So, laufen wir mal dahin. Ich weiß, hier können wir noch einige besiegen. Das machen wir auch noch. Aber erstmal gehen wir in die Höhle, glaube ich.
Ether. Verkehrt hier. Wir müssen da ja so oder so durch. Oder? Verbindet Azuria City mit dem Feldzorn. Das müsste doch hier der Weg gewesen sein, oder bin ich verkehrt? Selber gucken. Hör ich mal ein paar aus hier. Nee. Wir sind noch verkehrt hier. Muss ja dieser Weg dann sein. So ein Scheiß. So, den machen wir noch, nehmen wir noch mit. Und auf der Karte gucken. Wenn wir hängen, sind wir schon frag gerade, wo wir hin sollen. Komm schon, Ken. Das Fell, das muss brennen. So. Karateschlag. Oh, you can. Der ist sehr effektiv. Muss ich ein bisschen aufpassen. Okay. Mehr hat er auch nicht. Hat man diesen einen Pokémon. Du gewinnst Geld. Und drei Pokébälle. Pokébälle. So, wir haben... Die Pokémons haben wir. Das heißt, wir müssen einmal hier kurz im Beutel reingehen und ein bisschen Leben verpassen. Richtige Weg hier. 10. Okay. Jetzt hier zu dem Felstunnel? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh. Oh oh. Team Rocket. Ich fasse es nicht. Das ist dieser kleine Bengel, der anständig dazwischen funkt. Wegen dir hat niemand mehr Respekt vor Team Rocket. Wenn das so weitergeht, können wir den Boss nicht mal unter die Augen treten. Was bedeutet, dass dir jetzt eine ordentliche Abreibung bevorsteht? Nicht so schnell. Oh. Ihr rottet euch zu viert gegen einen einzelnen Jungen zusammen? Das ist unverzeihlich. Keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du dich einmischst, machen wir dich auch fertig. Ich bin die drei hier drüben. Kümmerst du dich um den Hampelmann dort? Überlass ihn mir. Packen wir es an. Na super. Das machen wir doch glatt nochmal. Rüpel von Team Rocket fordert dich heraus. Setz Radikal ein. Hier werde ich radikal umhauen. Zack, zack. Oh, der Superzahn. Autschi. Der ist sehr effektiv. Oh, nein, nochmal. Radikal wurde besiegt. Yes, aufgestiegen. Wir halten alle Erfahrungspunkte. Pikachu Life Level, oh cool. Sag mal hin. Ja. Und Donnerschau, komm mal raus. Sehr gut. Was? Wie bringe ich das dem Boss bei? Ich bin gespannt. Du bist doch nur ein Kind. Wie kannst du so stark sein? Wir waren zu dritt und hatten trotzdem keine Chance gegen dich. Deine Eis-Pokémon sind viel zu stark für einen gewöhnlichen Trainer. Wer bist du? Ich bin Lorelei von den Top 4. Wenn ihr wollt, kann ich euch in den Eiszapfen wandeln, so wie eure Pokémon. Oh, du gehörst zu den Top 4? Oh, in dem Fall Rückzug. Ja,
In dir steckt ein talentierter Trainer. Du hast mich sehr überrascht. Verstehe, du sammelst also die verschiedenen Arena-Orden. Ich freue mich auf den Tag, an dem du dich der Pokémon-Liga stellst. Wir sehen uns wieder. So nett. Ja, super. So, heilen wir uns kurz unsere Pokémon hier. Jetzt, mach die mal fit. Sehr gut, sehr gut. Din, 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 din. Klar mache ich das. So. Na klar, machen wir den weg. Drei Superbälle. Da ist der Felstunnel, okay. Den betreten wir jetzt wahrscheinlich nicht, sondern erst beim nächsten Mal. Wir reden noch mit dir. Der Felstunnel ist ein hartes Pflaster. Du sollst ein bisschen mit mir trainieren, damit du dafür gewappnet bist. Das Trainingsprogramm machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir nicht jetzt. Hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin. Tschüss.